Jo, moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Turmoil. Und wir sind ja immer noch dabei, unsere Technik so langsam abzugraden. Wir haben ja so 22.900 auf der Bank. Und ich möchte es diesmal wirklich vermeiden, hier irgendwelche komischen Darlehen aufzunehmen zu Wucherzinsen. Ich glaube, wir waren da beim letzten Mal bei 30% im Jahr, was schon eine ziemliche Frechheit ist. Was bräuchten wir denn? Wir haben jetzt schon Abzweigung. Wir haben schnellere Pferde, wir haben größere Pferde, beziehungsweise größere Wagen an den Pferden dran. Gucken wir in der Werkstatt. Den Scanner könnten wir vergrößern. Dem würde ich jetzt aber nicht die größte Priorität geben. Fabrik. Drei Abzweigungen wären ganz cool. Und die breiteren Rohre. Und der Timer fürs Überlaufen. Ja, das könnte ich mir vorstellen, aber das ist zu teuer leider. Ich nehme erstmal die größeren Rohre. Wir holen uns das nächste Stück Land und versuchen einfach da mal ordentlich Geld zu scheffeln. Und dann ziehen wir auch schon bald um, glaube ich, ne? Ein, zwei Runden werden es hier wohl noch sein auf dem Gelände. Und dann geht's, glaube ich, in die Wüste. 40. Ja, bitte. Gib uns dieses Stück Land, Computer. Komm, wir geben einfach ein bisschen mehr Geld aus. Und das kriegen wir sogar für 4.000. Ja, meine Güte. Dann nochmal 2.000 in die Kriegskasse fürs Loslegen. Und wir suchen natürlich dort nach Öl, wo der Preis am höchsten ist. Hier hinten. Das sieht schon mal direkt gut aus. Wir bauen einen Rig. Setzen unser Rohr runter. Bauen schon mal zwei Pferdewagen und lassen das auf der rechten Seite abtransportieren. Wenn dieses Rohr endlich mal fertig wäre. Ja, der Preis fällt zwar, was soll man machen, ne? Und wenn wir dann mal so unsere Upgrades so nach und nach gekauft haben, dann würde ich auch sagen, dass das mir durchaus interessant wäre, den Preis irgendwie permanent auf einem gewissen Niveau zu halten, also über einen Dollar, das wäre schon eine schöne Sache. 83, 82, 81, ja. Das ist nicht so gut. 50 Cent ist natürlich auch ein Witz da drüben. Da hätte ich mir nichts gesagt, dann wäre es vielleicht auf 50 Cent geblieben. Rechts kommen wir auch langsam in dieses Niveau. Dann bauen wir einfach mal hier so einen Tank hin. Dann sollen die mal den Tank erstmal befüllen. Und wir suchen hier mal in Ruhe nach weiteren Ölvorkommen. Das ist auf jeden Fall hier riesig. Und gleich ist das Geld auch alle. Oh, das sieht gut aus. Gut, 76 Cent. Was sage ich? 70. Jetzt sind wir auf 70. Fast. Dann können wir drüben schon mal wieder ein bisschen was abliefern. Und ich brauche mehr Wagen. Zwei Stück, würde ich sagen. Und das wird nichts werden hier. Ich will das echt vermeiden. Das dumme Überlaufen immer. Ich muss zusätzlich diese Wagen hier upgraden. Dass sie mir mitkriegen. 57, komm. Jo, fantastisch. Und dann brauche ich 1000 Dollar als nächstes. Und die werde ich auch sofort upgraden. Weil die Geschwindigkeit ist natürlich auch Gold wert, ne? So, wir haben 1000 auf der Bank. Dann soll ich jetzt hier mal das nächste Vorhaben starten. Und wenn hier das größere Rohr verlegt worden ist und ich natürlich hier rechts verkaufe, weil hier der Preis besser ist, dann werde ich auch mal den Rest der Karte aufdecken. So, Öl, wo bist du? Das sieht anständig aus. So, muss ich mal kurz rechnen. 350 kostet so eine Plattform. Hier rüber kostet mich das 600. Und von hier nach unten
Na gut, das kann ich natürlich jetzt schlecht simulieren, aber es würde ungefähr kosten 3, 4, 500, 600. Das kommt ja fast auch selber hinaus. Aber mit den Upgrades ist es günstiger, wenn ich den zweiten Turm setze. Ach, ich habe ja erst auch die breiteren Rohre, glaube ich, ne? Perfekt. Das auch schon mal upgraden. Und ich fürchte, dass ich einfach viel zu wenig mit Silos arbeite, weil die Preise jetzt aktuell schon wieder so halb geil sind. Und hier spult natürlich jetzt ordentlich was raus. Ich könnte ja mal dazu übergehen, so ein Pferd mal nicht abtransportieren zu lassen, sonst lagert er das natürlich immer im Silo ein. Was schon mal nicht so verkehrt ist. Wir schauen ja nochmal nach weiteren Ölvorkommen. Aber es könnte es wirklich schon gewesen sein. Hier unten. Oh, ich habe nichts gesagt. Es gibt halt auch manchmal so kleine Miese, die sich verstecken, ne? So, du wirst vergrößert. Der Preis, ja, ist in Ordnung. 91 Cent. Hier wird vergrößert. Und hier wird es auch vergrößert. Wir werden jetzt hier Akkordölbohren machen. Wenn ich jetzt hier was vergesse, dann ja, sei es drum. 87 Cent, ja, lass mal zusehen, dass wir hier das abtransportiert bekommen. Oh, 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 oh. Ja, wir haben natürlich einen ziemlichen Aufpotenzial durch diese dicken Rohre, durch das eine große. Das war äußerst knapp. Das muss wieder rechts abgeliefert werden. Preis ist besser. Ah, das läuft über. Aber gut. So, das Feintuning läuft bei mir noch nicht so ganz gut, habe ich im Gefühl. So ein Gefühl. Aber zumindest stimmt der Preis für das Öl. Ja, wir haben schon wieder 20.000 minus dann die Strafgebühr. Das ist in Ordnung. Ich gebe jetzt hier nochmal ein bisschen Geld aus, um hier nochmal zu gucken, aber... Ah, siehst du mal. Dann gehen wir hier nochmal ran. Zeit haben wir noch genügend bis zum Dezember. Ja, alles klar. Dann werden wir das Rohr hier auch mal verbreitern. Das dauert schon ziemlich lange, ne? Dann wird hier abgeliefert gleich. So, dann einmal bitte Gas geben. Mal nach drüben fahren. Bisschen Profit wenigstens machen. Ja. Okay, die leeren nochmal hier ihre Wagen ab. Und dann gebe ich das Stück Land einfach mal zurück. Wir kriegen noch 1000 zurück. Und ich kreuze mal die Finger, dass wir hier alles abgepumpt haben. Nein, natürlich nicht. Aber wenigstens 25.000 Profit gemacht. Das ist immer ein guter Schnitt. Und bis jetzt haben wir immer alle ordentlich überboten. Neues Achievement. Wahrscheinlich dadurch, dass wir vorhin das Stück Land gekriegt haben, in dem wir halt jemanden überboten haben. Ja, Ast rein. So, wie legen wir unser Geld am besten an? Diesen Spillage Timer, das wäre natürlich eigentlich eine feine Sache, ne? 20.000 dafür, dass das nicht so schnell überläuft. Das könnte schon viel wert sein. Wir gehen aber auch mal in den Saloon, gucken, ob hier gute Preise angeboten werden.
Ölverschütten reduzieren. Die Strafe ist nicht so mein Ding. Und ein Preis von 84 Cent für 7000 ist auch nicht so geil. Dann werde ich einfach hier diesen Timer mal kaufen. Und wir können es dann hier auf der Karte, denke ich mal, auf das letzte Stück Land begeben, ne? Landauktion. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wo wir hingehen, ne? Hier wird es wahrscheinlich schlechter werden als... Und da will der Computer mit Sicherheit auch hin. Ja, hier ist wahrscheinlich so ein niedriger 30er und hier... 20er vielleicht? Ja, das ist natürlich so eine Sache jetzt. Ich möchte nicht so viel Geld ausgeben. 4000. Ja, komm, dann machen wir hier so ein kleines Land. Und das, selbst das lassen die uns nicht. Nö. Wir treiben dieses Spielchen nicht mit. Wir gucken einfach mal, was wir finden. Das, was wir finden, bauen wir ab. Und fördern wir. Das ist auch gut. Und wir haben hier scheinbar nur einen Acker gefunden. So. Einmal hier bitte. Dann brauchen wir zwei Wagen. Und den Beschleunigungsknopf. Natürlich fällt der Preis schon wieder. Unglaublich. So, das sollte jetzt von der Taktung auf jeden Fall klappen. Allerdings ist der Preis, den wir verkaufen, äußerst bescheiden. Das heißt, ich brauche nochmal zwei Wagen auf jeden Fall. Und dann würde ich mir gerne das Upgrade gleich leisten. So. Und ich muss mehr Öl abfördern. Fördern. Ihr wisst, was gemeint ist, denke ich. Okay. Der Preis rechts steigt jetzt so langsam wieder. Dann werde ich mal dort wieder hinverkaufen an die rote Firma. Dim, 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 dim. 80 Cent. Ja, gut. Wir haben wieder Geld. Wir schmeißen den Scanner mal wieder an. Also das Stück Land hier ist auch mehr Kartoffelacker als alles andere, glaube ich. Okay, die Preise scheinen sich jetzt langsam wieder zu verändern. Zugunsten der blauen Firma. Ich bin mal gespannt, wenn es gleich in das nächste Gebiet geht. Hier ist doch nicht zugunsten der anderen Firma. Ja. Was hier so eine Neuerung in dem Spiel eigentlich mittlerweile steckt. Da muss hier schon ein bisschen was getan haben. Vor allem, weil es dann gleich, glaube ich, auch mit dem Gas losgeht. Und mit dem Gas, da war ich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Also das hat mir aber nicht so gut gefallen, die Funktionsweise davon zumindest. Aber dann werde ich diesmal versuchen, auf jeden Fall den Ölpreis mal richtig zu pushen. Ich muss hier drüben verkaufen. Dann werde ich hier mal die Rohre etwas anpassen. Kann ich dann hier eine Abzeugung rausbauen? Das wäre super. Ja, perfekt. Hier werde ich noch verbreitern. Ich brauche Öl. Ah, das Stück Land ist wirklich nicht so reich gesegnet, glaube ich.
Oh ne, komm. Ich werde es mal dabei belassen. Und jetzt einfach mal den Rest aus der Erde rausholen. Okay, kurz mal überlaufen. Gerade nochmal die Kurve bekommen. Ich möchte jetzt keine neuen Pferde kaufen. Bitte nicht. Ich möchte auch keine Strafe zahlen. Ach, es könnte gerade so gut gehen. Knapp, aber gemeistert. Okay, hier könnte ich nochmal upgraden. Das will ich auch machen und dann wird hier einfach der Rest drüben verkloppt und verhökert. Ja. Das wird vielleicht so auf 13.000 rauslaufen nachher. Quatsch, was rede ich denn? 10 vielleicht, 11. Und mit Sicherheit liegt hier unten noch Öl. Ja, ich will jetzt nicht nachschauen. Nö. Kauf das Öl nochmal für schlappe 55 Cent und dann ist gut. Wir gehen das Land zurück. Dann haben wir jetzt zwei kleine vergessen. Aber gut, wir haben das Grundstück wieder zurückgegeben, 1000 Dollar dafür bekommen. Annehmbar, würde ich sagen. Schauen wir uns nochmal im Vergleich zu den anderen an. Wir haben sie wieder übertrumpft. Also wie die überleben, würde mich mal interessieren. Ich bin schon nicht zufrieden, aber was sollen die denn sagen hier? Der Kollege zum Beispiel 4500, ist ja nichts. So, unser Ölbedarf bringt uns in die Wüste. Hier kannst du über Felsen und Diamanten im Boden stolpern. Lass uns mit der Auktion beginnen. Ich denke, ich mache hier eine kleine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann in der Wüste wieder. Also, nicht zu dick anziehen. Bis dahin, euer Nordisch. Ciao.